Ich bin ein BWLer. Herzlich willkommen bei der Bierende Jubiläumsfahrt in Tempelfahrer! Die 5000. Mitarbeiterin von B&B, Karin Krumm! Hallo, mein Name ist Karin, ich bin seit März bei BOW in Timișoara. Ich werde zurzeit als Teamleiterin eingearbeitet für einen Telekommunikationsanbieter. Im August übernehme ich dann mein eigenes Team und ich freue mich schon drauf. BOW ist ja auch ein sehr lustiges und junges und dynamisches Unternehmen, das gefällt mir sehr gut. Es ist einfach sehr eng, das Verhältnis zu den anderen Kollegen, und sehr freundlich und aufgeschlossen. Ich habe eine Tochter, sie wird im August 2 Jahre alt. Es ist ein ganz süßes Kind. Im Moment ist sie in dem Alter, wo sie alles das macht, was sie nicht tun sollte, und alles das nachplappert, was sie nicht nachplappern sollte. Es ist unser Sonnenschein. Mein Hobby ist das Schminken. Ich schminke in meiner Freizeit gerne Freunde und Bekannte. Die kommen sehr gerne zu mir, bevor sie irgendeine Veranstaltung haben oder eine Hochzeit oder sonstiges. Was ich voriges Jahr zum ersten Mal gemacht habe, ist, dass ich an Halloween verschiedene Gruselgestalten geschminkt habe, offene Wunden und sonstige Sachen, die halt einfach sehr brutal rüberkommen. Aber das macht auch eine Menge Spaß. Ich habe auch ein Diplom zum Make-up-Artist und darauf bin ich auch sehr stolz. Timișoara ist eine sehr schöne Stadt. Meine Lieblingsorte, wo ich auch gerne mit meinen Freunden weggehe oder einfach mit meiner Tochter spazieren gehe, ist hier der Domplatz, wo wir gerade sitzen. Das ist tagsüber sehr familienfreundlich und sagen wir mal so am Wochenende, abends, da laufen eine Menge junge Leute rum, die ausgehen, Cocktails trinken und sich einfach gut unterhalten. Im Zentrum ist es natürlich auch sehr schön. Wenn ihr noch nicht hier wart, kommt vorbei, es lohnt sich. Ich habe mich natürlich sehr gefreut, als ich erfahren habe, dass ich der 5000. Mitarbeiter bin. Das ist für mich eine Ehre und ich bin stolz darauf. Als mir das gesagt wurde, habe ich mir gedacht, okay, und wann kommt der Konfettiregen? Dem 10.000. Mitarbeiter wünsche ich viel Erfolg in erster Reihe. In zweiter Reihe hoffe ich, dass er sich schon zur Arbeit beamen kann. Tja, jetzt habt ihr eine Menge über mich erfahren. Falls ihr noch andere Fragen habt, dann freue ich mich über Mails von euch. Ja, macht's gut!